Und wir haben einen Gorilla mit braunem Fell. Hey, der ist ja riesig. Kann man da vorbei? Hey, ganz ruhig, mein Freund. Ich bleibe gleich da drüben. Ich glaube nicht, dass der Gorilla mich durchlässt. Mit dir reden, ja, und versuch mal. Hallo, ich bin Joe King. Ist hier vor kurzem ein Papagei vorbeigekommen? Das heißt sicherlich nein. Komisch. Ich denke mal, jetzt auch für die Zukunft, ich werde mal die Untertitel oder Übertitel, wie auch immer man das nennt, die Textanzeigen für die Gespräche über den Köpfen mal abstellen. Man versteht die Man aber. versteht die, denke ich mal, ganz gut. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so komplett wie bei manchen LucasArts-Adventure teilweise versetzt dargestellt wird. Ich finde, teilweise überdecken die wichtige, schöne Sachen. Haben wir im Intro gesehen, da war vom Auge von der Frau einfach mal der komplette Text, was ich irgendwie unnötig finde. Ist das die? Probieren es einfach mal aus. Ja. Hallo nochmal. So ist besser. Okay, ja, das würde ich Tut mir machen. leid, Kumpel, aber ich spreche leider nicht Effisch. Das zweite, Sag denn. mal, du bist doch ein Gorilla, oder? Ich dachte Gorilla, genau, das ist mir auch aufgefallen. Gorillas gibt es gar nicht in Südamerika. Hier, ne? Ich Den. dachte, Gorillas kämen aus Afrika. Sag mal, Junge, ich glaube, du hast recht. Gorillas gibt es nur in Afrika. Junge. Junge. Hier ist Südamerika. Du gehörst eigentlich gar nicht hierher. Stimmt, du hast recht. Ich glaube, ich gehe lieber. Das ist ja witzig. Ein Phantomprimat. So, und dieser Gorilla, finde ich, passt, auch wenn die so ein bisschen B-Movie-Zeug und so ein bisschen Cheesy-Kram hier in dem ganzen Spiel verteilt haben, ich finde, der passt vollkommen nicht hier Ja, rein. das war zwar der Gag daran, aber der hat überhaupt nicht gezündet Nee, irgendwie. also ich finde den weder lustig noch irgendwie Hilfreich. hilfreich oder gut. So. Ah, gehen wir zum Nächste. Gipfel. Der fiese Hund hat uns verlassen. Er macht mich wütend. Ah, jetzt fühle ich mich besser. Das war ein sehr teures Parfüm. So, ich bin reich. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Was hast du jetzt vor? Ich suche nach Hilfe. Aber Joe hat gesagt, wir sollen hier bleiben. Der kann mich mal gerne haben. Ich finde, der Sparky, der klingt echt total hohl. Also von allen Aussagen, die der Demotiviert. trifft, denkt man echt, ey, Junge. Ein bisschen mehr Emotion. Na ja, nicht nur von der Aussprache her, aber allgemein vom Charaktertyp her klingt der einfach wie der letzte Honk. So, wir sind auf der Weltkarte quasi von. Also auf der Gebietskarte, die ja eigentlich die Weltkarte hier für dieses Spiel beschreibt. Genau. Finde ich persönlich eines der coolsten Macharten in einem Adventure-Spiel, wie dies umgesetzt worden ist. Wir haben Ja. hier den Gipfel, wo wir Draufgeklettert sind. rumgucken können. Hier ist der Unglücksort, daher kommen wir gerade. Hier haben wir Krämer Bob, wo wir theoretisch gleich auch hin müssten. Sieht so ein bisschen aus, als wäre eine Pizza oben drauf. Dann haben wir die Fleder GmbH, was das auch immer ist. Ein Anleger, da hinten ist so ein kleines Boot, da könnten wir irgendwann Ist nochmal diese hin. Pyramide im Hintergrund? Ja, da scheint irgendwas zu sein. Wer weiß.
Und da brennt's. Da brennt's. Das heißt Lagerfeuer. So, da kann man da hin. Ein Dschungel. Dschungel okay. Haben wir hier, okay. So, und hier haben wir einen lustigen ist das, Fehler. Ist das die linke? Das ist die linke Seite wieder, ja. Und der Joe King verschwindet dann. Ja. Ich weiß nicht, mir ist das noch nie aufgefallen in dem Spiel. Wie gesagt, haben wir das schon mal vor ein paar Jahren auch mal gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass das mit Scum4M zusammenhängt. Das Spiel übrigens ist frei verfügbar auf der Scum4M-Seite. Das ist quasi damals eines der ersten Spiele gewesen, die man auch mit Scum4M spielen konnte und wurde in dem Zusammenhang auch, glaube ich, mit Beneath the Steel Sky anderes Adventure verfügbar gemacht, um halt Spiele zu haben. So. Was ist da hinten? Also noch irgendeine Brücke? Ja. Das kann man da vielleicht von der anderen, den anderen Pfad. Genau. Wenn man da hingeht. Wir gehen jetzt erstmal zu Krämer Bob. Sollten uns aber im Hinterkopf behalten, wir haben beim Abstürzort noch den Weg nach unten, den wir gehen können. Genau. So. Speichern wir ab, oder? Ja. Zeichen. Willkommen in Krämer Bobs 24-Stunden-Shop und authentischem Eingeborenen-Spielplatz. Eingeborenen-Spielplatz, alles klar. Stein? Oh, sieht aus wie ein riesiger Spargel. Spargel. Okay. Was haben wir denn hier? Peni, dem großen Gott der Fruchtbarkeit geweiht. Ein großer Spargel. Peniswitz. Ja, also hier merkt man, der checkt nichts. Ja. Der Typ. Hallo, was guckst du so? Die Gräser im Vordergrund. Sieht aus, als ob das eigentlich mal auf so einer schwarzen Grafik gemacht worden ist. Da wurde es transparent gemacht, das Schwarze. Und diese schwarzen Ränder, die passen ab und zu überhaupt nicht. Hast du mich gehört, Großer? Manchmal sind die Outlines falsch, ja, richtig. Das scheint jetzt, als man ihn angesprochen hat, spreche mit großen Pygmäen oder so, aber man weiß doch gar nicht, dass das Pygmäen ist. Selbst auf dem Schild war irgendwie eingeboren. Kommst Dorf du hier aus der Nähe? Aha, er guckt in wo die Ferne. Wo ist das Pygmäen-Dorf? Bei manchen Sachen muss das Spiel ja vorgeben, was es ja, ist. Ja, klar. Und ach, du redest immer noch nicht mit mir. Ich geb's auf. Okay. Alles klar. So, was haben wir hier hinten? Hintergrund. Hintergrund, ja. Nicht aktivierbarer oder begehbarer Hintergrund. Ne, kommen wir nicht hin. So, einen Felljäger haben wir hier. Häuptling. Ah, das ist der Häuptling. Oh, der sonnt sich mit so einer Aluspiegel-Reflektionsplatte da. Hallo, ich bin Joe King. Ungawa Changa Tuwanga. Ja. Oh, das verstehe ich leider nicht. Tunga Tuwanga Ungola Tusali. Ich spreche nicht Pygmäisch. Auf Wiedersehen. Unga Tunawa Tusani Unga. Ja, genau. Geh zu Schuppen. Sieht aus wie eine Toilette, um ehrlich zu sein. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, es wäre leer. Es ist eine Toilette. Offen. Ja, er lässt die Tür. Aber so, überhaupt so. Okay, sprech den Typen mal so, als hättest du gerade jemanden auf dem Klo überrascht. Oh, das tut mir leid. Ich dachte. Der Lesesaal. Da ist Graffiti an der Tür. Ah, Kilroy war hier. Kilroy. So, Krämer Bob, guck mal, wir haben ihn gefunden. Ja, und ich glaube in der englischen Version Krämer Bobs 24-Stunden-Shop steht da Trader Bob, ne, oder so ähnlich. Das heißt, oder Felljäger. Das heißt, das ist eines der Spiele, wo noch wirklich für die ausländischen Versionen die Sprache, die Grafiken angepasst worden sind. Ich glaube auch eines fast der ersten Spiele, so die ich kenne, wo das wirklich gemacht worden ist. So in den späteren Spielen wurde es einfach so gelassen und gegebenenfalls in einem Untertitel mal eingedeutscht. Ja. Und mittlerweile machen das die Kinofilme,
Ja. Beziehungsweise, ja. Kinofilme machen das, zum Beispiel kann ich mich noch bei dem Simpsons-Film dran erinnern, aber auf der DVD war es ja wieder das Original Englische. Ja, beziehungsweise Wall-E. Wo dann unten bei dem Simpsons-Film diese Bauchbinde hochgefahren kam mit ProSieben-Werbung im Kino und auf der DVD ist da immer noch irgendwie CBS oder keine Ahnung, wo die Simpsons laufen. Hey, ja. So sieht man sich wieder, gefiederter Freund. Hallo, mein Sohn, ich bin Krämer Bob. Ich führe mit Naomi da drüben den Laden hier. Was kann ich für dich tun? Bist du der Krämer Bob, von dem mir dieser Papagei erzählt hat? Kann sein. Was hat der Papagei dir noch erzählt? Tja, er hat mir von einer Prinzessin erzählt. Ich glaube, sie hieß Azura. Er sagte, sie wäre in Schwierigkeiten. Hör zu, ich glaube, wir müssen uns mal richtig unterhalten. Wie heißt du? Mein Name ist Joseph King. Man kann mich als Pilot anheuern. Also gut, Joe. Azura ist eine gute Freundin und sie wurde gekidnappt. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber ich habe eine Vermutung. Vielleicht brauche ich deine Hilfe, um sie zu finden. Hast du Interesse? Okay. Warum brauchst du meine Hilfe? Oder man kann mich als Pilot... Ah, rechts geht's noch weiter. Unten geht's noch weiter. Man kann mich als Pilot anheuern, nicht als Detektiv. Und ich bin der Besitzer eines authentischen Eingeborenendorfs und 24-Stunden-Shops. Manchmal müssen wir Dinge tun, die wir nie geplant hatten. Warum brauchst du meine Hilfe, wenn du es selber kannst? Die Leute, die ich der Entführung Azuras verdächtige, kennen mich als ihren Freund. Sie würden sicher Verdacht schöpfen, wenn ich da rumschnüffeln würde. Niemand im Dschungel weiß, wer du bist. Okay, ich helfe dir. Erzähl mir die Einzelheiten. Super, ich wusste, dass du mir helfen würdest. So, Ich denke, dass Fleder die Lederhosengesellschaft Azura gekidnappt hat. Sie wurde heute zuletzt in der Nähe ihres Lagers gesehen. Es wäre gut, wenn du das Lager mal durchsuchen könntest. Das weiß er doch gar nicht. Vielleicht habe ich direkt nebenan einen Stand aufgemacht, vor 2 Stunden. Wie kommst du darauf, dass Fleder sie gekidnappt hat? Eine Menge Leute aus der Nähe werden vermisst. Außerdem hat Fleder Elektrozäune und Wachhunde. Ist das nicht ein bisschen viel für eine Bekleidungsfirma? Was macht eine Lederhosenfabrik hier am Amazonas? Das frage ich mich auch. Ich kann mir vorstellen, dass sie nur ihre eigentlichen Aktivitäten damit vertuschen wollen. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber es kann nichts Gutes sein. Okay, was machen wir jetzt? Eine Lederhosenfabrik im Dschungel? Vollkommen legitim. Ich vermute jetzt natürlich diesen Doktor da in der Fabrik, aber das... Nein. Und der Dr. Eisenstein hört sich extrem nach Nazis an. Gibt's auch eine Sache... Das werdet ihr später sehen. Ja. In der Urversion, die geplant war, ja, sollten das auch alles Nazis sein. Die haben sich dann später umentschieden und mussten dann halt alles umpinseln. Die ganzen Personen da hatten noch ganz andere Klamotten an und so. Und dann haben sie daraus diese typischen B-Movie Superhelden, Superhelden sei schon, Superschurken Gemeinschaftsklamotten dann abbekommen. Ja, okay. Wofür braucht man eigentlich Lederhosen hier? Lederhosen? Naja, gute Frage. Also, ich glaube, die exportieren die, weil die Produktion hier so billig ist. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Und werde mal losziehen. Du findest Fleder auf der anderen Seite des Gipfels. Sei vorsichtig, Joe. Und sag Bescheid, wenn du mich nochmal brauchst. Okay, die letzte Option, die man in so einem Gespräch immer auswählen kann, wenn das die einzige noch verfügbare Option ist, die scheint dann automatisch immer hinten dran zu hängen. Übrigens, wen es nicht aufgefallen ist, wer Krämer Bob spricht, das hört sich ja schon sehr österreichisch an. Das ist Christoph Waltz. Genau. Der den gesprochen hat. Kann man dann später mal in den Credits nochmal irgendwann sehen.
gibt es hier was, was wir noch machen können? Wieso heißt eigentlich eine Pygmäin Naomi? Weiß ich nicht. Hat die nicht irgendeinen pygmäischen Namen? Wir haben hier jetzt eine Menge Zeug, was man theoretisch kaufen kann. Ja. Ich kann euch kann aber jetzt schon mal den Zuschauern sagen, momentan kriegen wir davon gar nichts. Ja. Daher werde ich jetzt auch nicht das Einzelne durchprobieren. Ich glaube, ein Alkohol wäre das Einzige, was er verkaufen würde. Allerdings will er dafür einen Ausweis sehen, der Krämer Bob. Ja. Und auch wir, wenn wir die Mega... Wir als großkinniger Held. Genau, als Pilot. Als Pilot. Sind natürlich nicht alt genug. Sehen nicht so, alt genug. Aber, was haben wir hier? Wurststand. Es ist leer. Ganz richtig, mein Sohn. Die Wurst müsste jetzt jeden Tag kommen. Ja, wir haben doch Wurst. Können wir denen vielleicht eine geben? Reste mit von Salami. Gib Salami. Krämer Bob. Du siehst aus, als ob du Hunger hättest. Ich habe noch etwas Wurst. Möchtest du was davon? Auf jeden Fall. Das, bezahl das ist für das Glas, nicht für dich. Ist schon gut. Du brauchst nicht zu bezahlen. Ich bestehe aber drauf. Typisch Christoph Waltz, sehr höflich. Hier hast du ein bisschen Geld. Hey, danke. Ich hab dir zu danken. Wow! Okay. Jetzt sind wir Trucker Cap Buddies. 5 Goldmünzen. So. Jetzt können wir uns was kaufen. Aber natürlich nichts vom Regal wahrscheinlich. Aber nichts vom Regal. Aber hier diesen super geilen. Super. Entschuldigung. Mega schön. Ich würde das hier gerne kaufen. Staubsauger. Das da ist ein Staubsauger, mein Sohn. Ach. Es ist ein Experiment mit Autoantrieb. Autoantrieb? Ja, der hat eine eingebaute Batterie oder sowas. In der Stadt wäre er ein Vermögen wert, aber hier im Dschungel ist er wertlos. Ich bin sicher, dass ich damit etwas anfangen kann. Hier ist etwas Geld. Bitteschön. Socken in Sandalen. Komm bald wieder. Na klar. Okay, ich hab's jetzt erwähnt, weil er wahrscheinlich, ich hab's genau befürchtet, hinter dem Tresen hätte man's nicht gesehen. Ja, der ist modisch ganz weit vorne unterwegs. Ganz, ganz weit vorne. Okay. So,